Wir sind in Selm, auf halbem Weg zwischen Ruhrgebiet und Münster. Beziehungsweise nicht in Selm selbst, sondern auf dem Weg dorthin. Eine verträumte Gegend, das südliche Münsterland. Hier hat man noch Zeit. Auf halbem Weg von unserem Startpunkt nach Selm, ein Pferdehof. Schauen wir mal, wen wir hier treffen. Die Besitzerin Christa Dahlkamp steht gerade vor der Tür, zusammen mit ihrer Schwiegertochter. Und Sie wohnen auch hier und arbeiten auch hier? Ja? Wir wohnen und arbeiten hier, wir leben hier, genau. Zum Glück hat auch Christa Dahlkamp Zeit für uns. Sie kümmert sich hier mit zwei ihrer Söhne und zwei Schwiegertöchtern um die Tiere, um immerhin 90 Pferde und Ponys. Wir haben richtig einen landwirtschaftlichen Betrieb. Plus Pferde oder inklusive Pferde? Statt andere Leute Schweinehaltung, haben wir halt Pferdehaltung. Ja? Warum haben Sie so viel Pferde oder warum haben Sie sich darauf spezialisiert? Das hat sich so ergeben, weil ich ein bisschen pferdeverrückt war und halt auch so ein bisschen von meiner Familie her Pferdeverstand geerbt habe. Sie bieten alles an, rund ums Pferd. Zucht und Pension, eine Reithalle und zwei ihrer Söhne sind Tierärzte auf dem Hof, Spezialgebiet Pferd. Angefangen haben sie mit allem, auch mit Rindern und Schweinen, doch dann kam alles anders, als Christa Dahlkamps Mann einen Unfall hatte und nicht mehr so konnte wie zuvor. Sie übernimmt und konzentriert sich bald immer mehr auf die Pferdezucht. Sehr erfolgreich, eben dank ihres guten Gespürs. Für die jungen Fohlen etwa, die heute gar nicht so recht herumtollen wollen. Und sehen Sie da mit Ihrem Blick, geht's den Fohlen gut? Ja, in der Mittagssonne sind die, das ist genau das, das können Sie jetzt sehen. Die sind jetzt nicht so spritzig, dass sie jetzt rumgaloppieren. Deswegen sind die Jüngsten auf der Koppel also so träge. Sie mögen ganz einfach die Mittagshitze nicht. Ich kann die auch nicht so gut haben. Das sagt man auf Plattdeutsch so lysophäe. Das heißt? Wie die Leute, so die Tiere. Wenn Tiere sehr aufgeregte Besitzer haben, dann sind die auch immer so ein bisschen hyper, ne? Und wenn die Leute ruhig mit denen umgehen, sind die Tiere auch meistens ruhig. Ja, ist das so? Ja, ist schon so. Man kann Tiere ganz schnell kirre kriegen. Damit das nicht passiert, wirft Christa Dahlkamp immer wieder einen Blick in die Reithalle, in der ihre Schwiegertochter gerade Unterricht gibt. Ihre Nichte ist im Moment zu Besuch, die mittlerweile bei Berlin lebt, aber diesen Hof nie vergessen hat. Das ist eine ganz, ganz alte Herzensverbindung zu dem Hof hier. Ich war als Kind hier in Ferien, ich habe hier reiten gelernt, ich habe immer nur den Ferien entgegengefiebert und habe mich hier wahnsinnig wohlgefühlt. Ja, und hatte dann auch ein Pony von hier. Und dann irgendwann hat, sag ich mal, ein anderes Leben angefangen und ich habe aufgehört zu reiten und bin in die Stadt gezogen und all die Sachen. Und dann waren 23 Jahre Pause und jetzt bin ich wieder hier. Und jetzt habe ich wieder ein Pferdchen gekauft. Das ist auch schon ein bisschen Wahnsinns-Story. Rocker hat mich angerufen, hat gesagt, also ich bin wieder angefangen zu reiten und ich will jetzt ein Pferd haben. Und dann habe ich 2 Minuten gebraucht, bis ich gesagt habe, ich weiß schon, wen sie kriegt. Oberste Priorität ist einfach, ich weiß, dass sie sich nicht jeden Tag aufs Pferd setzen kann. Das Pferd muss ausgeglichen sein, aber nicht temperamentslos. Muss auch einen kleinen Sprung machen. Soll angenehm im Umgang sein. Dieser Blick, welches Ross zu welchem Reiter passt, gehört eben dazu, zu Christa Dahlkamps Pferdeverstand. Das ist für mich natürlich auch schön. Das ist zwar, kann man sich nichts für kaufen, aber das ist das Leben, was einem eine Befriedigung bringt, ne? Dass ich das Richtige gemacht habe, ne? Dass ich mir Mühe gegeben habe und den Leuten versucht habe, das Pferd oder Pony so auszusuchen, dass sie damit glücklich sind und dass aber auch die Pferde und Ponys glücklich sind. Ja, wenn da keine Harmonie zwischen Reiter und Pferd entstehen kann, sind die Pferde auch nicht glücklich. Und das ist Henriette. In einem Monat wird Frauke Rünzel sie mit nach Berlin nehmen. Doch vorher will sie noch einen Sattel aussuchen, alles vorbereiten, damit ihre neue große Liebe sich auch bei ihr heimisch fühlen wird. Wie oft sind Sie auf dem Pferd schon gesessen? 3-mal. Und wie war das? Toll. Also auch schon beim ersten Mal habe ich sofort gemerkt, dass es einfach passt zwischen ihr und mir. Und also von allem, vom Temperament her, vom Charakter her, alles
Und ja, das war ganz schnell und ganz einfach klar. Weit, alles nicht schlimm, loslassen, ist überhaupt nicht schlimm. Anleitung unter Christa Dahlkamps kritischem Blick. So, wenn du jetzt loslässt, lässt du den Hals fallen. Und wenn du jetzt noch deinen Kopf trägst, dann ist fast alles gut. So, siehst du, sieht doch drei Klassen besser aus. Es passt. Mal wieder hat Christa Dahlkamp den richtigen Blick, das richtige Händchen bewiesen, dank lebenslang geschultem Pferdeverstand. Ich bin einfach in der Landwirtschaft groß geworden und ich weiß auch um die Verpflichtungen, die man hat, wenn man mit so schönem Grund und Boden und der ganzen Familientradition und allem, was damit zusammenhängt, aufgewachsen ist, hat man auch eine Verpflichtung. Ja? Was für eine? Verpflichtung, das möglichst zu erhalten. Zwei ihrer Söhne werden den Hof weiterführen. Ganz in dem Sinn, den Christa Dahlkamp ihnen vorgelebt hat. Erdverbunden, naturverbunden, familienbewusst. Und habe immer versucht, das Beste zu geben. Ein Leben mit Pferden bei Selm im Münsterland.